Hallo Lofofora-Freunde, ich möchte euch heute gerne mal zwei Raritäten zeigen, die mir heute aufgefallen sind beim Spaziergang durch unser kleines Gewächshaus. Ich bin mir sicher, ich bin schon 20 Mal dran vorbeigelaufen, ich habe es nie gesehen. Und einfach auch mal um euch zu zeigen, wenn man mit Geduld und mit viel, viel Freude an sowas rangeht, an der Kakteensammlung, an die richtige Pflege von Kakteen, was man dann so alles rausholt und was man auch entdecken kann. Ich schalte die Kamera mal um und dann zeige ich es euch. So, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Aber hier, schaut mal. Das ist, ich nenne ihn jetzt einfach ab heute Bloody Jordanianer. Ich habe keine Ahnung, wo die Farbe herkommt. Aber es ist auf jeden Fall unglaublich interessant. Hinten seht ihr ein paar gelbe Variegaten von Jordanianer. Und hier ein Dichotoma-Kopf. Dichotom heißt ja gabelförmige Teilung. Das kann manchmal eher an der Basis sein, wie hier. Das kann aber auch oben an den Köpfen sein. Ja, und das ist ja auch, kommt gar nicht so häufig vor. Und das sind einfach so Momente, wo ich sage, ich freue mich, wenn ich sowas sehe und wenn ich euch auch sowas zeigen darf. Übrigens, weil ich immer wieder gefragt werde, wann stellt ihr dann endlich noch mal große Pflanzen in den Shop? Im Moment habt ihr ja nur die kleinen. Es geht bald los. Wir sind alles am Vorbereiten und sobald noch mal ein bisschen die Sonne rauskommt und die ersten Blüten rauskommen, legen wir auch noch mal los und bieten euch auch noch mal große Pflanzen an. Ich sage ganz lieben Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Alex Neusius von lofoforawilliamsi.de. Ciao!